wieder da. Die Frage ist halt jetzt gerade wirklich, wo muss ich denn lang? Weil das bringt mich da nicht weiter. Wir sind da. Wir müssen dahin. Problem ist, ich habe keine Ahnung wie. Also muss es eigentlich hier drüben irgendwas sein. Es muss irgendwas da drüben sein. Da ist auch keine Tür. Hier geht's nur hoch. Da geht's aber auch nur in diesen einen Gang. Och, Sieg. Echt jetzt? Ansonsten geht's hier auch nicht weiter. Das sind nur diese beiden Türme. So, In-Game Voice geht als Test. Boah, dann weiß ich es leider auch nicht. Schlüssel. Echt jetzt? Das ist der Schlüssel. Juhu. Ja, lol, das war. Das war's. So, jetzt haben wir das Schlüsselkartending. Und damit sollten wir jetzt eigentlich da hinten lang kommen. Da. Aber wir können uns im Spiel unterhalten, kein Discord. Das ist doch schon mal gut. Also ist das Problem halb gelöst. Ja, aber wenn es in-game funktioniert, dann würde das ja eigentlich schon ausreichen, ne? Oh Gott. Das Ding hat gerespawnt. Da hinten muss ich hoch, ne? Das kann sein. Also es ist ja immer noch Early Access, das heißt, ich würde mich eh nicht darauf verlassen, was das, was da so angezeigt wird, was da so funktioniert. Ah, das ist doch sehr cool. So. Uff. Okay, damit müsste ich jetzt eigentlich da drüben lang kommen. Nee, aber sehr cool. Boah, ich konnte helfen. Juhu. Nee, ich hatte am Anfang nämlich auch das Problem, dass das bei mir nicht angenommen worden ist. Und ich habe das dann rausgefunden, dass man irgendwie das englische Sprachpaket installieren muss. Wieder da hoch. Das war die Schlüsselkarte wahrscheinlich. Oh Gott, sie respawnen. Ich kriege zu viel. Dass mir eben das englische Sprachpaket gefehlt hatte und das war das Problem. Es hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich das rausgekriegt habe, was ich da halt machen muss. Gerade ein Djinn auf mich zugelaufen bekommen und wie ich das nicht ausgemacht habe. Ja, komm.
Wurscht. Jetzt mal auf der Flucht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Boah, ich habe gestern auch einen Clip gesehen. Oder heute? Nee, heute habe ich einen Clip von einem gesehen. Der stand einfach nur in der Tür von dem Street House. Und vor ihm hatte er das Ouija-Board. Und meinte ja, wo bist du? Und auf einmal geht das, bewegt sich das Ouija-Board. Und er hat sich so erschrocken, hat die Tür zugemacht. Die anderen beiden waren halt noch drin. Und auf jeden Fall war das Ende vom Lied, dass er die Tür nochmal aufgemacht hat. Und da stand da auf einmal der Geist. Und er hat sich so in die Hose gemacht. Deswegen, das mag ich halt an Phasmophobia, dass es nicht dauerhaft diese Jumpscares hat oder so, sondern eigentlich die ganze Zeit so ein Unwohlsein. Weil du halt nie weißt, wann was passiert, ne? Also du wartest die ganze Zeit, dass irgendwas passiert, aber es kann ja auch sein, dass in der Runde irgendwie gar nichts passiert. Also hatten wir jetzt ja auch schon, dass eigentlich die ganze Runde so gar nichts passiert ist. Das mag ich halt an dem Spiel super gerne. Ich mag es auch, wenn so hin und wieder mal so ein Horrorspiel, wo einfach nur Jumpscares sind. Also nicht nur, aber so halt richtig Horrorspiele. Sei es jetzt ein Resident Evil oder ein Silent Hill oder so. Aber Phasmophobia ist halt... ist schon echt geil. Wobei ich zum Beispiel mit Dead by Daylight habe ich nie was am Hut gehabt. Und da sagen ja auch ganz viele, boah, das ist mega cool, das muss man gespielt haben und so. Reizt mich aber null. Zum Kernkristalle farmen ist das hier echt nice. Er hat noch keine Elemente, ne? Nee. DBD muss man nicht gespielt haben. Sehr gut. Also viele schwören ja drauf, aber ich finde das ist halt immer das Gleiche, ne? Es ist halt wirklich immer das Gleiche. Und dann verstehe ich das halt auch nicht, dass... gut, die Karte ist vielleicht was anderes, aber ja, du rennst los mit deiner Gruppe, die müssen die Sachen reparieren und entkommen. Und dann hast du einen, der jagt die. Und das war's. Oh oh. No! Mist, die Heilung war weg. Oh nein, Morik! Komm, lad dich schneller auf, so. Let me do it.
Das hasse ich auch an diesem Spiel, dass du immer alles während des Kampfes einsammeln musst, weil es sonst einfach weg ist. Das ist halt mega anstrengend. Und gefühlt sammelt das einfach niemand ein. Es sammelt einfach niemand ein. Du bist so der Einzige, der hier mal sammelt. Nein, Morak. Nope. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Nope. Und der letzte wird auch wieder nichts drin sein, richtig? War das wie so ein Überraschungsei, wo du unbedingt eine einzige Figur haben willst und du kriegst sie nicht? Jo. Fällt mir ein. Ich hatte hier doch irgendwo meine Einkaufsliste. Habe ich die hier drin? Mist? Ach, da. Oh, mir fällt nämlich gerade noch was ein, was ich noch einkaufen muss. Das war Waschmittel. Die ist bei mir nämlich fast alle. Ich habe ganz verrückte Sachen aufgeschrieben, die bestimmt nicht da sein werden, weil alle denken so, ich hamster mal wieder so Mehl, Zucker. Ich habe heute halt meine Sachen leer gemacht. Stressig. Ach komm, ey. Diese eine verkackte Ecke, ne? Richtig nervig. So, wir haben jetzt hier das eine Ding. Damit müssten wir, glaube ich, dann hinten das Terminal freischalten können. Und dann geht hoffentlich auch der Aufzug wieder. Boah, wäre das gut. Dann hätte das jetzt auch nur gefühlt 2 Stunden oder so gedauert, bis wir den Aufzug ans Laufen kriegen. Wo ist denn jetzt das Terminal? Hier war doch noch ein Terminal. Bin ich jetzt doof? Hier war doch ein Terminal. Ach, da hinten. Okay, warte. So, da ist immer Heilung. Lol. Oh nein, das tötet uns da jetzt wieder, ne? Das
sind wieder zu viele, richtig? Meine Fresse. Ja, zum Leveln ist das ganz geil. Boah, es nimmt kein Ende. Sehr gut, einmal umgeworfen. Dann geht er uns wenigstens erstmal nicht auf den Keks. Zu viel, zu viel.
Oh, super, wir haben es endlich mal geschafft. Sonst waren die Viecher nämlich immer viel zu schnell tot. Ah, lass mich raten, der ist wieder verbuggt. Ja, Logo. Ich schalte wieder verbuggt. So, mit der Karte müsste ich eigentlich da hinten rankommen, richtig? Ja. New power unlocked. So. Bitte Passwort eingeben, das gibt's doch